Ich weiß, sie war nicht oft hier, aber ich kann sie über ihr Armband verfolgen und von hier aus führen. Okay, danke für die Info. Willkommen zum nächsten Part von Prey, dem 39. inzwischen. Wir befinden uns jetzt im Kraftwerk und müssen in den Reaktorkontrollraum. Dabei checken wir natürlich zuerst mal die Umgebung. Wir sind in der Sicherheitsstation, die mir alles andere als sicher aussieht. Toll, schon wieder ein Telepath. Den hatten wir doch gerade erst. So. Mit Telepathen sind wir jetzt auch offiziell fertig, was Analysieren angeht. Ah, sieht mich. Ach, der ist draußen! Ja, dann ist ja alles chillig. Ist ja alles bestens. Die sind da drin. Leuchtet etwa ein Operator. Wir könnten ja so rein aus Spaß. Was haben wir denn da bitte? Ach, das ist der Taser. Da würde mich doch mal was interessieren. Also wenn wir da jetzt. Oh, das ist die Glukanone. Nehmen wir mal. Wenn wir da jetzt reinschießen. Bam! Wenn wir das, was da entstanden ist, das explodiert von alleine, ohne dass ich Schaden kriege. Huch. Ja, top. Kommen wir da jetzt rein? Ja, nicer, dicer. Also, wie viel wieder ausgetrickst haben dort. Genius. So. Bewege mich. Ein Waffen-Upgrade. Er schmeißt hier mit Sachen. Alles weiß ich selbst. Okay. Dann ist alles in Ordnung. So, was haben wir da? Ein Zettel. Ach da, hallo, ja, Freund oder Feind. Hier, Aschenbecher. So. Wir müssen dieses Gerät verwenden. So, ein Waffen-Upgrade. Das wollen wir kombinieren mit... Vielleicht hiermit. Erhöht unsere Bewegungsgeschwindigkeit. Nachladegeschwindigkeit von dem Gerät können wir echt mal erhöhen. Linke Hände. So. Ich komme. Das ist doch schön. So, jetzt komm mal her. Ja. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich ja, die 5 Schadenspunkte sind jetzt eigentlich nicht der Rede wert. Aber wenn wir die hier schließlich umsonst mitnehmen können, nehme ich die auch gerne mit. Das heißt, ich denke, hier kann man Technik-Operator herstellen, ne? Genau. Müssen wir jetzt ja nicht, weil, ja... Oh, oh, oh. A großer Mimik. Ah. Ja. Okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwie diese Tür geöffnet kriegen. Und haben wir eigentlich diese Leiche schon untersucht? Da war doch eben eine Leiche, oder nicht? Oder bin ich jetzt völlig blöd? Ach ja, die war hier drin. Ach, Gott. Gedächtnis wie ein Sieb. Hier muss irgendwo eine Info sein, wie wir an dieses PC-Passwort kommen. Eine Bank. Die kann uns nicht helfen. Es muss hier eine Info geben, wie wir da reinkommen. Es muss eine Info geben. Was haben wir denn hier? Kisten. Kisten helfen mir nicht. Eine Tasse. Figure die. Was bist du hier für ein Gerät? Ich auch nicht. Überwachung. Da war eine rote Anzeige. Also wir haben außerdem auf den Technopathen gehabert. Kein Passwort gefunden. Guter Kopf, erfolgreicher Kopf. Ihr hat nicht jemand hier mir die Güte mal zu sagen, wie ich in diese scheiß Tür komme? Hier drin ist doch auch nichts. Hier ist gar nichts. Wie kommen wir da ran? Der Typ hockt da rum und lacht sich ins Fäustchen. Wir müssen da doch irgendwie reinkommen.
Da oben sind Rohre, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas ist, was uns wichtig ist. Hier sind Stühle. Mann, was? Wie geht's denn jetzt weiter? Ich bin gerade ehrlich überfragt. Weil ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Hier liegen alle möglichen Zettel rum und so. Das ist wirklich herzerwärmend. Aber bringt mir gar nichts. Hindernis entdeckt. Bitte räumen Sie die Öffnung frei. Yo, mein Gott, wie er rumschreit. Wir antragen neuen Operator. Wir machen mal einen Operator. Vielleicht bringt das irgendwas. Transtar Kobold 410 Technik Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Hat auch nichts gebracht. Ich weiß nicht. Kein Plan. Was ist eigentlich das hier unten? Hacker 2 erforderlich. Ich sehe schon, es gibt hier eine Lösung, die wir finden können, aber wir können rein theoretisch auch Hacker 2 nehmen. Hier ist ein Telefon. Diesen Telefon können wir auch nichts anstellen. Wir haben noch Neuromods. Vielleicht können wir uns irgendwo Hacker 2 besorgen. Das ist Reparatur 2. Anhauchmodifizierung 2. Hebelkraft, Waffenschmied, Schlagkalibrierung, Materialexperte, Nekropsie, was? Mediziner, Hacker 2, erforderliche Neuromods 4. Wir haben 6. Ich scheiße auf eure Kacke. Ich nehm das Ding jetzt hier. Oh. Und mal schauen, was können wir jetzt machen hier? Hm? Können wir jetzt versuchen zu hacken? Schauen wir mal, ob das funktioniert. Muss ich hier irgendwas machen? Ah. Wer rechnet denn mit sowas? Ich muss das Ding steuern. Ja und jetzt? Ja und jetzt? Ja und jetzt? F. Achso, okay. Ich kann dieses System nicht, ich habe das noch nie gemacht. Wir müssen es jetzt üben. Okay, wir kriegen einen anderen Kurs, wir kriegen einen anderen Parcours. Aua. Huja! Das ist gar nicht mal leicht. Wir haben 17 Besatzungsgeräte gedöns hier. Brauchen wir aber nicht. Wir brauchen eine Oh ja, geil. Immer schön so eine Bereichskarte. Und natürlich, wir wollen uns den Zugang gewähren. Wir bewerfen einen Blick auf die Bereichskarte. Sehen, das sieht sehr gut aus. Da ist noch ein Operator-Spender auf der rechten Seite. So, du hast... Ich komme. Hallo! Ey, was ist denn los hier? Reagiert gar nichts mehr hier. Moment mal. Okay, der Knopf war nicht auf dieser Seite. Sonst hätte ich mich aber auch ein bisschen beschwert, wenn wir einfach nur einen Knopf hätten drücken müssen. Das wäre zu viel Idioten gewesen. Ja, ich glaube, den Operator können wir vergessen. Ein defekter Lüfter. Ersatzteile, Strohpatronen, Transcribe. Anhören. Sie haben mich gesucht? Ja, was ist mit Michaelas Büro? Ich habe einen Vorfall gemeldet. Der ist bestimmt spannend, aber ich habe keine Zeit. Ich muss eine Mannschaft auf die andere Seite dieses Bruchs bringen. Also, wo liegt das? Wow! Das Problem ist, da drinnen ist es dunkler als in meinem Arsch. Der Erdungswiderstand ist defekt. Wechseln Sie ihn aus, dann gibt es Licht. Willst du mich verarschen? Hey, Sie klingen nervös. Was ist los?
Ich wollte den Widerstand gestern wechseln. Und? Er ist zu einer Art Pampe geschmolzen. Ekelhaft. Mist, Len. Das steht nicht in dem Bericht, oder? Ich brauche ein bisschen Schlaf. Meine Schicht ist sowieso vorbei. Vielleicht haben Sie ja mehr Glück. Leute, wisst ihr was? Das ist Verarsche. Dieser dumme Mimik steht auf einem Explosivkanister, der genau unter ihm in die Luft geht. Er lebt weiter. Juckt ihn gar nicht. Und er wurde in der Mitte geteilt. Das ist natürlich schmerzhaft. Können wir das Gerät hier von ihm fortbewegen? Nein, Leichenschändung kann nicht vermieden werden. Operator, wo bist du? Sag mal, warum hauen die Teile alle ab? Hier war doch noch einer. Mein Bruder. Hat sich leider in Luft aufgelöst. Okay. Bedauerlich. Jungs, was ist mit diesen Operatoren los? Ich glaube, die verarschen mich. Operator nähert sich. Ja, wo denn? Wo nähert sich das Arschloch denn? Ich sehe es nicht. Die sind unter mir, ne? Wir sind bestimmt unter mir. Oh mein Gott. Ja, genau, geh wieder runter. Ja, das ist falsch gemacht. Sprinkleranlage. Okay, das ist nur Wasser. Das ist nur Wasser. Also alles bestens. Was ist das? Erdungswiderstand. Defekt. Okay. Ach, hey, Emily. Wir haben es hier mit extremer Elektrizität zu tun. Hallo? Wisst ihr was? Wir nehmen diese Schrotflinte. Gehen da runter. Oh, knallen diesen Viehern in die Fresse. Wir sind ja nicht dumm, die verpissen sich. Ja, Tür, backt noch ein bisschen mehr rum, ist okay. Da brennt's. Oh! Das Geschütz knallt noch ein bisschen. Wow. Diese Geschütze sind ja so stark. Wahnsinn, wie das wieder gelöst hat. Wenn es wenigstens ein Alien zerballert hätte, ne? Aber es hat ja gar nichts hingekriegt. Ach, ich will doch nur C drücken. Ins Ersatzteillager kommen wir nicht rein. Ja, moin. Der will ich mich nicht gesehen haben. Verarschen. Boah. Ja, leider muss ich aufgrund meiner beschränkten Ausdauer am Ende immer auf den Schlag zurückgreifen. Aber gut, hier oben haben wir den Weg frei. Wollen wir uns mal unauffällig am Galvanik-Phantom vorbeischleichen. Oder vielleicht mal so aus Spaß. Haha. Ich bin gar nicht da. Oh fuck, der kann mich sehen. Wenn der jetzt hochguckt. Aber er guckt nicht hoch. Gott, was ist da unten los? Geschützdefekt. Irgend so ein Mimik, der den ganzen Weg hier hochkommt. Ja, genau, ist klar. Und das Phantom kommt auch. Oh mein Gott, nein. Wir müssen dringend Aufmerksamkeit von uns ablenken. Wir sind doch gar nicht da eigentlich, oder? Wir sind doch gar nicht hier. Der ist drecksfies oben. Kommt es hier auf den Gang rauf? Oh, du kleiner Wichser. Wir machen das ganz schlau.
hier aus. Kann es uns nicht sehen? Es kommt. Oh nein, es brennt! Mit Galvanic Phantom, mit diesen scheiß Elektrikviechern, mache ich keinen Spaß. Ohne, ganz ehrlich, ne? Keine Witze hier. Ja. Der rennt erstmal ins Feuer, bereit. Hallo. Hallo. So lobe ich mir meine Mimics doch. Oh, da ist noch ein Phantom. Kommt es ins Feuer gelaufen? Würde ich ja feiern. Das ist echt gestorben, ich glaub's ja nicht. Wie leicht man die doch verarschen kann. Ich will da. So, mein Gott, mein Mausrad macht wieder nur Faxen hier. So. Du sollst sprinten, du Honk. Gut, wir haben den Raum, glaube ich, relativ gereinigt. Nur der große Mimik müsste sich hier noch irgendwo rumschleichen. Der kleine ist, glaube ich, abgefahren. Noch ein Phantom. Wo kommen die denn alle her? Das war kein Schleichangriff, der hat mich genau gesehen. Okay, wo ist der Boy? Drüben ist der Boy. Das ist aber auch ein Rumgestealth hier, das ist echt Wahnsinn. Okay, er hat keinem seiner kleinen Freunde Bescheid gesagt. Okay, seine Alarmbereitschaft hat nachgelassen. Oh. Ja, er kann das Glas feuern, aber ich nicht. Seems logic. Kritischer Treffer. Er hat sich verpisst, aber wohin? Mimik Leiche, es ist tatsächlich abgefackelt. Da! Ich habe das Phantom gerade eben gehabt. Da steht er. Und wollte sich tarnen? Hat er sich da versteckt oder was? Och, wie süß. Das Phantom versteckt sich vor mir. Sonst ist das doch immer umgedreht. Oh, warte mal. Ich glaube, der war genau hier, wo wir uns eben versteckt haben. Ne, der hat nach mir gesucht. So sieht's aus. Natürlich, nach mir gesucht hat der. So sieht's aus. Oh. Naja, ich gebe mich auch keine Illusionen hin. So, haben wir denn jetzt mal endlich alles hier erledigt, was uns so derbe auf den Sack geht durchgehend? Moment mal. Prallt denn das Wasser hier ab? Das ist ja mal mega der Bug. Guck mal. Das Wasser prallt auf die Luft. Okay. Die Luft ist etwas dicker hier im Raum. Wo wir gerade von Bugs sprechen. Ja. Ich kommentiere das nicht weiter. Hier wahrscheinlich das gleiche Spiel? Nein, hier nicht. Okay. Hm. Scheint wollte man hier vielleicht einfach nur noch einen großen Raum mit ein paar Gegnern machen und hat sich gedacht, ach komm, scheiß mal auf die Details. Braucht ja keiner. Wen jucken die schon? Na? Oh. Sowas. Ganz genau. Sie werden ausgesperrt. Okay, Sie brauchen die Schlüsselkarte eines Leiters.
Talia Brooks. In der Kühlmittelkammer. Sie ist tot, aber sie hat ihre Schlüsselkarte sicher bei sich. Wir suchen also nach Talia. Das ist Matthew. Matthew, ich brauch dich nicht. Oh, großer Mim. Der ist auch tot? Ach ja, das stimmt, den haben ja die Geschütze zerfetzt. Moment mal, die haben nicht nur einen. Oh, die haben eine Menge Mimics zerfetzt. Leute, ihr seid die Besten. So. Talia, so wie ich das Spiel kenne, ist sie bestimmt hier ganz am Ende. So, hier ganz unten. Irgendwo. Oder natürlich auch da drin. In der Wartungsschleuse. 100 Pro ist sie hier in diesem... Fuck. Gängesystem. Jetzt heißt es mega auf der Hut sein. Wir schalten mal unsere Lampe an. Wo sind die hier? Neue Mods? Was? Warum liegt die hier rum? So ein unbestimmtes Gefühl, dass die gar nicht da liegen sollte. Okay, da kommen wir nicht weiter. Wir müssen die auch gar nicht drin schleichen, das ist natürlich ein Vorteil. Wir suchen in irgendeinem komischen Gängesystem nach einer Toten. Das muss man sich mal geben. Ausgefranstes Kabel. Brannte Plantine und eine korrodierte Spule. Hilft mir alles nicht weiter. Sag mal, wo ist denn die? Talia! Das Spiel ist ohne Neuromods möglich. Wir müssen da so irgendwie reinkommen. So, meine Lampe ist gleich leer. Das war das hier, ne? Wir müssen da drunter hier reinschleichen. Aber dafür bräuchten wir Hebelkraft 3. Die wir nicht haben. Oder aber natürlich, wir versuchen es auf andere Art und Weise. In diesem Raum kann man sich bestimmt eine Menge Aufstiegsmöglichkeiten verschaffen. Achso, das ist dieses Ersatzteillager. Da kommen wir von oben auch noch nicht rein. So. Talia, wo steckst du? Huchala. Moment mal, warum sind hier zwei große Türen? Durch welche sind wir gekommen? Durch die nicht, ne? Sind durch die Tür gekommen, weil dahinter müsste es da hinten ja brennen. Ja, da brennen sie. Sind... Ach so, das ist die Tür, ja, wo wir durch müssen. Aber noch nicht können. Okay, Talia, wo steckst du? Irgendwo hier liegen ihre sterblichen Überreste. Danger. Ja, ja, Danger, Danger. Och Mann, wo ist die denn? Ich guck mal, nach wem wir eigentlich suchen jetzt genau. Wir brauchen Ziele, so. Tritt den Reaktorkontrollraum. Talia Brooks, die zuletzt müsste die Schlüsselkarte zum Re... Warte, warte. Ich weiß es. Wir machen uns bereit, dass da vielleicht Gegner respawned sind. Sieht gut aus.
Abgeschlossen. Wir brauchen noch Besatzung. Wir müssen in der, im Talia Bruce. Da. Ah. So, jetzt suchen wir dich mal. Hä? Und wo ist sie jetzt? Ah, 36 Meter. So sparen wir eine Menge Zeit, als wenn wir da jetzt noch unnötig die ganze Zeit rumsuchen. Ach, die liegt im Feuer. Ja, darauf hätte man kommen können. Aber ich habe nie genau hingeguckt ins Feuer. Darauf hätte man echt kommen können. Okay, muss ich zugeben. Hey, ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass sie letztens ein Leck recht eigenwillig gestopft haben. Ach ja? War es ein Schleimervogel namens Krasikov? Möglich. Ist da was dran? Wenn ja, kriege ich dann den Hintern versohlt? Schlimmer. Ich steck sie ins Aalbecken. Autsch. Nee, das Lager war leer. Also habe ich mir eine Glue von den Jungs aus dem Maschinenlabor geliehen. War okay. Genial. Aber achten Sie nächstes Mal lieber drauf, dass wir genug Ersatz auf Lager haben. Alles klar, Boss. Okay. Hätten wir das auch gelöst. Und im nächsten Part geht es dann in irgendeinen anderen Raum. Bis dahin, Leute. Ciao.